Hallo Leute und recht herzlich willkommen. Ihr seht schon an der Videobeschreibung zu einem neuen Projekt. Wir spielen Assassin's Creed Valhalla auf der PS5. Und ich muss sagen, ich bin schon richtig gespannt drauf. Ich habe ja die anderen Teile auch gespielt. Also Origins, Odyssey. In Odyssey haben wir übrigens auch Platin geholt. War damals ziemlich, ziemlich viel zu tun. Und ich muss sagen, ich freue mich schon richtig, hier in Valhalla wieder richtig viel Zeit zu verbringen. Wobei ich sagen muss, dass ich zum Anfang gar nicht so geflasht war, wo ich die ersten Bilder gesehen hatte von dem Spiel, weil mir das England-Setting nicht so zugesagt hat. Aber durch jetzt längere Schauen in verschiedene Streams, ja, gefällt es mir immer besser, muss ich sagen. Und jetzt habe ich doch Bock gehabt, dass wir da reinschauen. Ich hoffe mal, dass wir nicht so viel von Bugs geplagt sind. Und ja, weil es ist ja, dass einige Bugs drin sind, also dass irgendwelche Quests nicht abgeschlossen werden können und so. Ich hoffe mal, dass uns das erspart bleibt, weil es soll anscheinend nicht so bei jedem sein. Aber das werden wir alles rausfinden. Ich habe das Spiel jetzt schon kurz gestartet, wollte mich bei dem Ubisoft-Ding anmelden da, aber irgendwie funktioniert es nicht, also ich kann mich da nicht anmelden. Und wir sind jetzt gerade in den Grafikeinstellungen. Da würde ich sagen, gehen trotzdem mal kurz raus. Ich zeige euch hier nochmal und switche mal auf den Homebildschirm. Genau, Assassin's Creed Valhalla. Und wir gehen noch gleich mal rein. Ist noch nichts groß passiert, also war nur der Vorspann halt, dass es Ubisoft gemacht hat und so weiter, die Publisher und sonst war nichts. Gut, jetzt sind wir bei der Bildkalibrierung. Grafikmodus, Performance oder Qualität. Performance ermöglicht zwischen verschiedenen Grafikmodi zu wechseln. Um eine bessere Performance, Priorität 60 FPS oder bessere Bildqualität, Priorität Auflösung und Grafikqualität zu erreichen. Wir spielen auf Performance. Dass sie auch ein schön flüssiges Spielerlebnis haben. Ich denke, die Grafik wird trotzdem geil sein. Also, wir spielen auf der PS5, bitte. Gut, Helligkeit. Wir lassen das so. Kontrast. Passe den allgemeinen Kontrast im Spiel an. Okay, ich glaube, das könnte, wenn uns da irgendwas nicht zusagt, könnten wir das immer noch im Spiel einstellen. HDR. Hat mein Monitor leider nicht. Ist zwar 4K, aber HDR hat er leider nicht. Und ich muss sagen, ich habe mich jetzt noch ein bisschen auseinandergesetzt damit, mit dem Thema. Und es ist wirklich sehr, sehr schwierig, dass man einen Monitor findet mit HDR. Sie sagen zwar alle, sie haben HDR, aber halt dann ein zu schwaches HDR, meiner Meinung nach. Also nach den ganzen Tests, was ich da so gelesen habe, ist es, es gibt einen Monitor, aber die kosten halt dann ab 1000 Euro, die also richtiges HDR unterstützen. Und das ist mir doch ein bisschen zu teuer, würde ich sagen. Farbvielsichtigkeit. Das lassen wir aus. Ich glaube, das passt alles. So, wir übernehmen. Ja, übernehmen. Okay, dann gehen wir auf weiter. Gameplay und Steuerung. Ab Attentatsequenz an. Bluteffekte an, Verstümmelung an, Nacktheit an. Ducken, Action, umschalten. Okay, ich glaube, das lassen wir alles so. Meine, kann man hier alles einstellen? Interface-Kalibrierung. Sprache, dem Menüs, Deutsch, Textgröße, Mittel, alles Mittel. Audio, Deutsch. Untertitel, das lassen wir auch drin. Deutsch. Untertitel an. Untertitel, Gehörlose, aus. Das müsste eigentlich alles passen. Genau, Ubisoft Connect, das mache ich dann mal offscreen. Also wenn es denn funktioniert, vorher hat es nicht funktioniert. Okay, dann würde ich sagen, was ist das hier alles? Willkommen bei Assassin's Creed Valhalla. Überfalle deine Feinde, lass deine Siedlung wachsen und weite deine politische Macht aus. Im dunklen Zeitalter Englands, um dir einen Platz unter den Göttern in Valhalla zu verdienen. Okay, motze dein Schiff auf. Willst du dein Langschiff Bavaria düsterer oder sagenhafter aussehen lassen? Wirf einen Blick auf die vielfältigen und erstaunlichen. Ja, okay, da kann man ins Store, da kann man wieder einkaufen. Okay, das kennen wir ja schon aus Assassin's Creed Odyssey. Da muss ich sagen, habe ich es auch mal benutzt. Okay.
Okay, dann fangen wir an mit einem neuen Spiel. Schwierigkeitsgrad. Es gibt mehr symbolische Belohnungen führen. Gelegenheiten sind weiterhin sichtbar. Entdecker, Rückmeldung zu Gelegenheiten auf der Weltkarte und regelmäßige Informationen auf dem Kompass. Fährtensuche, minimale Informationen im HUD und auf der Weltkarte für ein eindringliches Spielerlebnis. Wir machen aber Standard, also Mittel, das machen wir eigentlich immer und das wählen wir jetzt hier natürlich auch aus. Auswählen. Ja, warte mal, das war was anders, oder? Warte mal zurück. Schwierigkeit, Erkundung. Ja, da machen wir Abenteuer. Das ist der richtige Schwierigkeitsgrad Kämpfe. Hier machen wir Standard. Nein, was kann man hier alles auswählen? Standard. Okay. Bildmachgerät weg, Leute. Und aus diesem Schrei entstand der Riese Ymir, das erste aller Wesen. Der stolze Ymir, grausam getötet, doch aus seinen Knochen und seinem Blut und seinem Hirn ward die Welt erschaffen. Die Welt, in der ihr lebt und Kriege führt. Bist du ja. Okay. Ja, okay, das Intro war ja mal nicht so doll jetzt. Ich habe gedacht, da kommt noch ein bisschen was. Aber vielleicht kommt da noch was. Ich mag ja das sowieso mit die nordischen mythologisch mit den Geschichten. Das habe ich an God of War an dem neuen schon so gemocht. Und ich bin gespannt, was uns hier alles erwartet. Hoffentlich haben wir hier auch so mystische Gegner und sowas. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal raus. Ein Lied für dich. Möge es dich tragen. Okay. Boah, es sieht schon richtig nice aus. Wo man jetzt auch gar nicht so viel sagen kann. Man sieht eigentlich nicht viel, aber so von den Texturen ist es schon sehr, sehr geil. Ist halt schade, dass es bei euch nicht so rüberkommt auf YouTube. Hast du unseren König gesehen? Ja, gut. Komm, Ava. Hast du den Reif? Ja. Und nun zu unserem kleinen Plan. Wenn du uns sprechen siehst, sei leise wie eine Maus. Dann überrasche ihn mit dem Geschenk. Du hältst es hin, etwa so. Siehst ihm in die Augen und sagst, König Dürbjörn. Mögen unsere Clans ewig verbunden sein, in Freundschaft und Liebe. Kannst du das für mich tun? Gut. Heute Nacht wirst du das Band sein, das unsere Völker eint. Ich bin so stolz auf dich, Emma. Ja,
Komm hoch, Olaf. Bleib wach, mein Freund. Mein Schwert dürstet nach Blut. Ich bin bereit für den Kampf. Wie schön, so viele herzliche Leute in unserem Heim zu haben. Okay, wie lange muss ich jetzt hier tanzen? Ich schlug ab die Köpfe der Volklosen. Oh, du hast nichts zu trinken? Na komm, ich bringe dir was. Ich kann nicht. Ich habe ein Geschenk für deinen Vater. Ein schönes Stück. Das muss 2 große Langschiffe wert sein. Gib es her, ich gebe es ihm. Mein Vater bat mich, Sigurd. Wie du willst. Aber dann bekommst du kein Met. Der braucht doch kein Met trinken, dem alten Mensch. Okay, wir gehen mal. Seder wirkt durch meinen Hammer. Anschalten. Was kann ich denn hier anschalten? Keine Ahnung. Und? Hast du den Reif? Gut, den hat dein Großvater getragen. In einer Schlacht auf den Nordwegen. Mutter? Ja? Können wir Sigurd unser Steinmännchen von gestern zeigen? Gute Idee. Das machen wir gleich morgen früh. Bei Tagesanbruch. Alter. Jetzt geh. Überbring das Geschenk. Okay, dann gehen wir mal zum König. Unsere Clans auf ewig verbunden sein, in Freundschaft und Liebe. Danke, Eivor. Jetzt und für immer gehört mein Schwert dir. Hör zu, wie laut ein König singt. Vom Wellenross mein Lied erklingt. Weil Odin Speed und Stärke bringt. Helmut und Ehre. Ein Krieger fällt bei Kyria. Ein Krieger fällt bei Kyria. Nach Valhall wird der Held gemacht. Das Horn für die große Macht. Sieht aus wie die Eloy aus Horizon Zero Dawn. Jetzt noch nicht. Es wurde verkündet. Der Vorhang ist gelüftet. Nichts ist wahr, ehe es von den Zweigen Yggdrasils gebrochen wurde. Will sie rausgehen? Ja, anscheinend. Ich mach nix. Ja!
dein Schicksal und stirb als Feigling vor deinen Leuten. Und ich verschone den Rest. Kämpf, Liebster! Hör nicht auf ihn! Wenn ich mein Leben gebe, verschonst du meinen Clan? Du hast mein Wort. Nein. Nein, Varin! Nein, Varin! Nimm deine Axt! Nein! Tötet sie alle! Datenströme, die sich in derselben DNA überlappen. Ich weiß nicht, wieso. Behebt das oder hol mich raus. Ich kann die Ströme mit einem Filter aufsplitten. Moment. Okay, hat geklappt. Sicher? Ich weiß nicht, wo das Problem lag, aber ich kann es umgehen. Du musst einen Strom auswählen, damit alles stabil bleibt. Es gibt doch eine dritte Option. Ich kann den Animus deine Identität aufgrund der Signalstärke modulieren lassen. Wie du willst. Ah, okay. Und wir können uns jetzt einen Charakter aussuchen. Weibliche Eva auswählen, lass den Animus entscheiden. Männlich, wir nehmen weiblichen. Weil das hatten wir in Odyssey schon, das hat mir recht gut gefallen mit dem weiblichen Charakter. Genau, Datenstrom auswählen. Okay, ich gebe es ein und springe nach vorne zu einem Zeitpunkt, an dem die Ströme synchroner sind. Wie lange verfolgst du mich schon, Wolfsmal? 17 Winter? 18? Verfolge ich dich in deinen Träumen? Wärme ich dir den Schritt? Erinnerst du dich? Die Axt deines Vaters. Die Waffe eines Feiglings. Einer verspotteten Schlange. Nur weniges macht mir mehr Freude, als damit zu töten. Doch ich weiß, du würdest kämpfen bis zum Tod. Für ein glorreiches Ende. Das werde ich nicht erlauben. Du wirst deine letzten Tage als Trell leben. Gedemütigt. Dein Tod wird einsam sein. Töte den Rest ihres Trupps. Lass sie leiden. Eivor Wolfsmal ist nicht mehr. Dieser Name ist für die Welt gestorben. Du bist sicher dein Gewicht in Silber wert. Ha! Auf zum Schiff. Eine Bewegung. Und ich stech dir die Augen aus, kapiert?
Der Wind bläst aus Süden. Wir segeln nach Norden und setzen dann Kurs West. Also, was habe ich dir gerade gesagt? Neue Quest. Meine Mannschaft ist in Gefahr. Ich muss zu ihnen. Okay, Bogen. Holy moly, sieht das geil aus. Odins Sicht, ihr drei. Finde und rette deine Besatzung. Mal leck. Das sieht schon heftig aus. Jetzt sage ich aber nicht mal HDR oder so, aber trotzdem sieht das schon richtig geil aus. Das wollte ich nicht. Wollte ich hier rein? Kann ich da nicht rein? Zu. Ja, macht er nicht. Ich schaue mich erst noch ein bisschen um. Also ich bin generell in so einem Spiel eher ein langsamer Spieler. Also. Ah, so geht's, okay. Ich schaue mich hier immer gerne ein bisschen um überall. Plündern. Wir wollen ja nichts verpassen oder übersehen. Dieser Blöd, warum geht das nicht? Also mit R1 das kaputt machen, das funktioniert nicht so gut. Sind auch noch überall Hütten. Leere Schachtel. Das können wir schon mal zerstören. Scheint nicht rein. Haben wir eine Karte? Karte. Okay, hier sind so. Spähe für mich in die Ferne, Sühnen. Okay. Schnell speichern. Okay.
Ah, Karte ist auf dem ein Touchpad. Okay, ich muss erstmal ein bisschen hier. Ah ja, da oben, okay. Erstmal ein bisschen mit der Steuerung klarkommen. Und Leute, ich habe mir überlegt, ich werde die Folgen so zwischen eine halbe und eine Stunde, also eine halbe Stunde und Stunde groß machen. Weil es sonst, glaube ich, zu viele Folgen wären und ich will ja nicht 200 Folgen oder so aufnehmen. Also wir werden uns natürlich trotzdem Zeit lassen, hier das alles ganz gemütlich machen. Und genau, die Folgen dann dementsprechend ein bisschen länger. Okay, scheint das nichts zu sein. Ja, dann gehen wir mal. Ja, da hinten könnten wir eigentlich auch noch hochgehen. Aber jetzt gehen wir mal zu dem Aussichtspunkt. Und schauen, ob wir da synchronisieren können. Moldebeeren. Ist Bärenpilze oder Nahrung aus Töpfen? Okay. Wie kann ich die essen? Fackel. Zeit nicht verfügbar. Horn benutzen. Meditieren. Okay. Ja, das würde uns das Spiel schon sagen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir ins Menü gehen müssen, oder? Zum Essen. Quests. Im Questlog kannst du deinen Fortschritt bei aktiven Quests und in verschiedenen Gebieten verfolgen. Gebiete. Im Laufe deines Abenteuers werden Gebiete und ihre Quests angezeigt. Quests verfolgen. Wenn du eine Quest verfolgen wird, werden Informationen dazu auf der Karte, auf dem Kompass und im Questlog angezeigt. Okay. Durch irgendwo Teile von Schlacht um Nordwege, Kapitel 1. Eine Heldin der Wikinger muss ihre Besatzung vor einem Todfeind retten. Finn und rette deine Besatzung. Ich renne schon wieder komplett einen falschen Weg, glaube ich. Aber gibt es hier falsche Wege? Ich glaube nicht. Im Spiel gibt es keine falschen Wege. Die sind halt einfach geil. Dass man einfach überall hochklettern kann. In Ghost of Tsushima zum Beispiel war es so, man hat immer Kletterpunkte gehabt. Also man musste genau schauen, wo man lang klettert. Und halt hier jetzt nicht. Rikjafiliki. Oh Gott, ich den Namen. Schau, ich sag, klar, komm mal. Das Fokussieren. Was ist Fokussieren? Das Spiel bestimmt auch noch erklären. Schauen wir mal, ob wir hier was looten können. Mahlzeiten. Ich fühle mich besser. Wenn du bei voller Gesundheit bist, wird gesammeltes Essen in Form von Mahlzeiten aufbewahrt. Leder, Hirschhof. Okay, wir müssen mal ins Inventar schauen. Tasche. Mahlzeiten. Ah, da haben wir Mahlzeiten, okay. Mhm. Ah, da ist unsere Tasche.
Okay, mit dem Menü müssen wir noch ein bisschen spielen. Fertigkeiten, okay, das ist der Skillbaum anscheinend. Das wird uns aber bestimmt noch erklärt. Quests. Codex. Datenbank, alles, was du bislang gelernt hast. Okay, das finde ich cool, dass man das nochmal anschauen kann. Sehr schön. Ah, das Hauptmenü. Okay, wir speichern mal. Okay. Oh, sieht übelst. Okay, das sieht nicht so schön aus gerade. Das hier. Ah, so schaut schon richtig schön aus. Ich weiß ja nicht, wie es aussieht, wenn wir jetzt mal auf Grafik machen. Aber da haben wir die 60 FPS nicht. Ja, das ist einfach nice. Einfach mal schön klettern, schön gemütlich. Synchronisieren. Oh, endlich wieder synchronisieren. Okay, Aussichtspunkte. Wenn du Aussichtspunkte synchronisierst, schaltest du. Ja, genau. Schnellere Ziel kann ich immer wieder starten und deckst Gelegenheiten auf. Okay. Okay, also wir müssen dort hinten hin. Und dort hinten. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach dort. Und dann gehen wir hier rüber und grasen hier das Gebiet noch ab. Da sehe ich zum Beispiel was. Okay. Das heißt, in diese Richtung. Ah. Wir sind jetzt hier. Das heißt, wir wollen einmal hier rüber. Nach Hattaströnd. Ja, was ist das hier? Mal da eins. Ist hier in der Mitte aber noch was? Nein. Warte mal, können wir hier einen Marker setzen? Okay, dann gehen wir erstmal darüber und dann gehen wir hier rüber. Oh, wir können tauchen. Schauen, ob es hier was gibt. Okay, wir wechseln mal schnell, Leute. In den Grafikmodus, der mich interessiert ist. Qualität. Ach so. Wir können jetzt gar nicht. Wir müssen das Spiel neu starten. Ah, das ist ja auch blöd. Ja, das machen wir jetzt nicht. Das Spiel wird sich neu starten wegen dem. Einer von Cutevies Männern. Ich muss vorsichtig sein. Okay, wir müssen auf der anderen Seite angehen. Drei Ziele fassen. Ich sollte keine Aufmerksamkeit erregen. Schwerer Angriff. Ja, zwei. Können wir den meucheln? Ja, das dauert. Okay.
Los, Sühnen. 177 Meter. Sie für mich, Sühnen. Okay, hier ist jetzt nur eine Hütte, aber da scheint irgendwas zu sein. Zwei Gegner. Okay. Ich hab's wieder ein bisschen an die Steuerung gewöhnt, wenn man jetzt die ganze Ghost of Tsushima gespielt hat, dann ist hier schon wieder die Steuerung komplett anders ist. Kann man in das Haus rein? Hier kann man rein. Silber, okay. Lesen. Oh Gott, die Namen. Kjötvis Befehle. Rikulf, bereite Varens Kind für die Sklavenhändler vor. Die anderen kannst du für dein Blutopfer nehmen. Okay. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal hier runter. Ich hoffe, dass es richtig viel versteckte Sachen hier gibt. So versteckte Höhlen und sowas gefällt mir. Also, dass man richtig was entdecken kann und nicht gleich alles angezeigt wird. Also einfach nur durch Suchen und durch Erkundung. Oh, wir haben sogar Ausdauer, okay. Finden hat eine Besatzung. Wir machen erstmal hier weiter. Aber ich kann jetzt die gar nicht markieren, oder? Also, dass mir die anzeigt. Hier darf mich niemand sehen. Ah, okay, mit der Odinssicht. Alles klar. Dann schauen wir mal, ob wir den Headshots geben können. Okay, wir können hier ausweichen.
Okay, er regeneriert sich selber. Jagdpfeile. Okay, wir haben einen Pfeil zurückbekommen. Wird es wahrscheinlich auch wieder verschiedene Kategorien an Pfeile geben. Okay, die Marke hatten wir gesetzt. Okay, komme hier gar nicht hoch. Ah, okay. Durch trennbare Ketten. Leitern und schwere Gegenstände werden manchmal von Ketten gehalten. Das geht, warum geht das immer so schnell? Okay. So schnell kann man gar nicht lesen, wie das eingeblendet wird. Kohlebahn, Reichtum erworben. Okay. Vergammelter Käse, Silber. Gibt's hier oben noch was? Nicht so. Sieh mal nach, Sühnen. Okay, hier ist auf jeden Fall was. Ich muss mich in Acht nehmen. Sperrgebiet, das sagt er mir jetzt, wo ich schon fast hier alles erledigt habe, glaube ich. Ja, ich finde die Steuerung ist ein bisschen hakelig. Also irgendwie nicht. Oder es ist noch, weil wir am Anfang sind, noch keine Skills haben, ich weiß es nicht. Irgendwie ist es ein bisschen. Also nicht so. Es fühlt sich nicht so flüssig an auf jeden Fall. Es geht nicht so leicht von der Hand. Ist besser ausgedrückt, glaube ich. Das nervt mir auch. Das will ich eigentlich auch, dass es schneller funktioniert. Wir gehen mal schnell in die Optionen.
in die Steuerung. Ins Gameplay. Kann man das hier gar nicht einstellen? Geht anscheinend nicht. Halten Dauermenü. Ich darf davon halten, Aktionen im Menü festzulegen. Okay, ja, das bringt mir nichts. Okay, dann wird es hier leider keine Einstellungsmöglichkeit geben. Aber es wäre schön gewesen. Hier muss ich jetzt immer bestimmt 2 Sekunden draufbleiben. Okay, nach rechts ist genug Nahrungsmittel. Inventar öffnen. Verbessern. Mit bestimmten Materialien, die du in der Welt findest, kannst du deine Ausrüstung verbessern. Pfeil nach oben wird angezeigt, wenn du genug Materialien hast, um einen Ausrüstungsgegenstand zu verbessern. Verbesserung der Ausrüstung. Du kannst deine Ausrüstung mehrmals verbessern, um die Grundwerte des Ausrüstungsstücks zu steigern. Okay. Verbesserung des Köchers. Wenn du deinen Köcher verbessert, erhöhst du die Anzahl der Pfeile, die du pro Bogentyp bei dir tragen kannst. Größere Mahlzeitenbeutel. Wenn du deine Mahlzeiten kannst, mehr. Okay, das ist klar. Machen wir das doch gleich mal. Okay, was hätten wir hier gebraucht? Eisenerz. Müssen wir schauen, wo wir das finden. Köcher voll. Okay. Singendes Eisen. Da findet ein Kampf statt. Kann die Kamera nicht drehen? Dag, du alter Hund. Du lebst. Oh ja. Hab mich vom Schwertchor weggeschlichen. Was ist mit dir? Kjötvi wollte mich verkaufen. Ein Fehler, den er bereuen wird. Jedoch nicht heute. Ich sah ihn in Öchwalsnäs auf ein Schiff steigen und gen Osten segeln. Ohne unsere Mannschaft. Noch ist es möglich, unsere Männer zu retten. Ich finde sie, du machst das Langschiff bereit. Du Rampensau. Du willst die Rettung allein übernehmen, damit es im Siegeslied nur um dich geht, was? Ich könnte auch den Strand stürmen, 2 Dutzend Männer töten, unser Drachenboot nehmen und siegreich die Segel setzen. Wie du willst. Nein, nein, ich nehme den Strand. Das ist der gefährlichere Weg. Such du das Langhaus nach den unseren ab. Oh, und hier. Der Tote wird das wohl nicht mehr brauchen. Geh. Wir sehen uns dann beim Schiff. Okay. Schlacht um die Nordwege. Saga Rikkjafliki startet. Ausrüstung anlegen. Ein Schild kann jetzt Nebenwaffe ausgerüstet werden. Es gibt 3 Hauptfelder für Waffen. Jede Waffe ist einzigartig und ermöglicht einen eigenen Kampfstil.
Ausrufezeichen wird angezeigt, wenn ein neuer Ausrüstungsgegenstand aufgenommen wurde. Haupthand. Waffen, die in der Haupthand ausgerüstet werden, verursachen den größten Großteil deines Schadens und bestimmen deinen Kampfstil. Für einen etwas defensiveren Ansatz kannst du auch Schilde in der Haupthand ausrüsten. Nebenhand. Du kannst Waffen und Schilde auch in der Nebenhand ausrüsten. Diese haben dann eine unterstützende Wirkung auf deinen Kampfstil, okay? Zweihandwaffen. Beidhändig geführte Waffen belegen beide Waffenfelder. Okay. Bogen. Okay. Okay, das war R1. Hallo? Okay, das ist jetzt nicht, tauschen. Ändern. Ach, dieser Scheiße. Ablegen. Ablegen. Geht es jetzt nicht, oder was? Ne, kann ich ändern jetzt? Ein Scheiß. Okay, ich würde sagen, an der Stelle machen wir jetzt aber einen Cut und schauen in der nächsten Folge an, wie es weitergeht. Durch Ehre gebunden, find und rette deine Besatzung. Schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, dass ihr in der nächsten Folge auch dabei seid. Würde mich sehr, sehr freuen. Bis dahin wird noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.